Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um die Top 5 Fehler im Gym. Also während des Trainings, sobald ihr durch die Schranke im Fitnessstudio kommt, das ist die Zeit, wo diese Fehler geschehen können und wo ihr schon bereits Fehler machen könnt. Heute gehen wir die Top 5 davon durch. Was kann euch während des Trainings geschehen? Die Serie gibt es bereits schon mit den Top 5 vor dem Training, war eben eine Sekunde vor der Schranke. Und es wird auch noch ein Video folgen mit den Top 5 Fehlern nach dem Training. Diese 5 Fehler im Gym solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Und Platz 1 haben wir bereits hier. Kein richtiges Aufwärmen. Aber wer jetzt denkt, damit meine ich, dass man hier am Cardio-Gerät viel Zeit verbringen muss, der hat sich geirrt. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ihr braucht nicht das streberhafte, allgemeine Aufwärmen. Wer sich damit besser fühlt, und die meisten werden das da draußen, kleiner Tipp, der kann das machen. Aber übertreibt es nicht. 5 bis 10 Minuten warm werden. Keine Rekordleistung, kein Geschwindigkeitsrekord brechen. Ihr müsst nicht mal richtig ins Schwitzen kommen. Warm werden, reicht schon. Aber dann beginnt der wichtige Teil. Und den hier könnt ihr skippen, den anderen aber nicht. Und das ist das spezifische Aufwärmen. Das ist das Allgemeine. Der Körper wird warm, kommt auf Puls. Das Spezifische, das die meisten da draußen mit ein bisschen Muskulatur auch auf Puls bringen wird, ist allerdings das Aufwärmen der Muskulatur, die ihr an dem Tag trainieren werdet. Und das ist unabdingbar wichtig. Das hier, wie gesagt, verzichtet drauf, das andere tut es und ihr habt Probleme. Wenn ihr zum Beispiel die Brust trainiert, sollten die Schultern und die Brust warm werden. Und zwar ausführlich. So ein Training kann durchaus zwischen 20 und 40 Minuten dauern, das Aufwärmtraining kann. Aber es sollte nicht unbedingt weniger sein. Und Aufwärmtraining könnte man jetzt auch übersetzen mit einem anderen Wort. Herantasten an das erste Trainingsgewicht, an den ersten richtigen Satz. Der erste richtige Satz, und das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal länger verfolgt, ist der erste Satz, den ihr mit dem richtigen Gewicht bis zum Muskelversagen macht, mit der Wiederholungszahl, die ihr euch vorgenommen habt. Wenn da 6 Wiederholungen steht, ist der erste Satz derjenige, wo ihr diese 6 Wiederholungen einhaltet, keine mehr machen könntet oder 7 Wiederholungen macht oder nur 5 schafft, bis zum Muskelversagen gegangen seid. Das ist der erste Satz. Und bis dahin, gehen wir mal rückwärts vor, habt ihr diese Übung schon bereits ein Aufwärmtraining hinter euch. Ihr habt euch rangetastet. Wenn ihr mit 100 Kilo beginnt, im ersten Satz, im allerersten Workout-Satz, habt ihr davor zuletzt mit vielleicht 80 Kilo 1, 2 Wiederholungen gemacht. Davor mit 60, 40 Kilo. Das heißt, ihr habt schon 3 Sätze spezifisch nur Bankdrücken gemacht. Davor habt ihr wahrscheinlich 2-mal Liegestütze auch noch gemacht. Das sind schon 5 Aufwärmsätze für die Brust. Und davor habt ihr mit Seitheben und den Rotatoren die Schulter warm gemacht. Da kommen nochmal gut 6 Sätze zu. Das heißt, ihr habt hier bereits schon zwischen 10 und 12 Sätze Aufwärmen hinter euch, bevor ihr den ersten Satz macht. Ganz wichtig, das hier nicht so, das andere definitiv. Der nächste Fehler auf der Liste, Platz 2. Ihr gebt nicht alles. Ihr trainiert nicht bis zum Muskelversagen. Ihr trainiert nicht so, als wäre es das letzte Training, die letzte Übung und der letzte Satz eures Lebens. Und das ist elementar fürs Bodybuilding, fürs Krafttraining, für den Leistungssport. Im Leistungssport müsst ihr eure Leistung verbessern. Und um diese zu verbessern, müsst ihr über Grenzen gehen. Es gibt schon bereits eine ganze Menge Videos auf diesem Kanal, die sich genau um diese Thematik drehen. Zum einen bespreche ich, warum das so ist. Zum anderen versuche ich es zu beweisen, dass es so ist, weil es hier bei Fitness-YouTube nun einmal einen Trend gab, der versucht, euch etwas anderes zu erzählen. Ihr müsst nur die Hälfte leisten, ihr müsst nicht schwitzen, ihr müsst gar nicht so viel machen, ihr müsst gar nicht bis zum Muskelversagen gehen, das ist sogar eher dumm. Ist alles totaler Blödsinn. Wer mir nicht glauben will, schaut euch die Videos gerne an. Wer immer noch nicht überzeugt ist, informiert euch ganz gerne selbst. Aber ihr müsst so oder so etwas leisten. Ansonsten kommt nichts zurück. Klar, in den ersten Monaten macht jeder Fortschritte. Da könnt ihr auch einfach nur einen Stein hochhalten da draußen und es wird etwas passieren. Aber wer es in diesem Sport zu irgendetwas bringen möchte und ein wenig höhere Ziele hat, der wird nicht drum herum kommen, etwas zu leisten. Und das bedeutet, gebt alles und nicht vorher stoppen. Ganz wichtig, das ist elementar für jedes Training und sieht auch einfach besser aus. Ein nächster Fehler, der etwas artverwandt damit ist, Platz 3. Ihr macht zu lange oder zu kurze Pausen. Zu kurz kommt bei den wenigsten vor. Das kann aber auch der Fall sein und dadurch habt ihr einfach einen Muskel, der so vorbelastet ist, dass er danach nicht mehr sein Leistungspotenzial voll ausschöpfen kann. Ja,
das können wir natürlich noch mehr, wenn wir 10, 20 Minuten Pause dazwischen lassen. Dann ist es allerdings wiederum so, dass der Muskel einfach zu viel Pause dazwischen hat und wir einfach das Training irre lang ziehen müssen, damit wir den gleichen Effekt haben. Es ist eine Balance und meistens kann man diese sogar in Zahlen fassen. Das sind zwischen 1,5 Minuten, 90 Sekunden und circa 4 bis 5 Minuten, wenn ihr Sätze hattet mit höherem Gewicht, mit 4, 5, 6 Wiederholungen. Ja, ihr werdet weniger spüren, dass ihr diese Pause braucht, weil ihr einfach nicht euer Kardiosystem so angestrengt habt, weil ihr einfach nicht so außer Atem gekommen seid. Das kommt ihr eher, wenn ihr 40 Liegestütz macht. Aber ihr braucht mehr Erholung, weil euer gesamter Körper mehr erschüttert ist von diesem Gewicht. Heißt, wer einmal wirklich 120, 130 oder noch mehr Kilo Bankdrücken gemacht hat oder Rudern gemacht hat oder Kreuzheben oder Kniebeugen, die Disziplin schlechthin dafür, der weiß, da muss man sich erholen und der kommt auch meistens dann trotzdem außer Atem. Das ist die zu kurze Pausenzeit definitiv, aber zu lange, wie gesagt, wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht das Training unnötig in die Länge ziehen, das ist das eine, dazu kommen wir aber noch. Aber wir wollen auch, dass der Muskeltonus erhalten bleibt, dass der Pump nicht schon wieder weggeht und so weiter. Also nicht dazwischen quatschen, aufs Handy gucken oder sonst was. Haltet euch dran, meistens intuitiv machen wir eher zu lange Pause. Wenn ihr mal auf die Uhr guckt, werdet ihr merken, Mist, jetzt muss ich schon wieder auf die Bank, gleich geht's ja schon wieder los. Haltet es meistens zwischen 2 und 3 Minuten und das ist eine gute Pausenzeit. Dann habt ihr ein knackiges Training und dann bleibt es auch wirklich im Muskel. Tja, und ich habe schon angekündigt, ganz artverwandt damit und hat natürlich direkt auch mit den langen Pausenzeiten zu tun, ein zu langes Training. Fehler Nummer 4, ihr trainiert zu lange. Kennt ihr diese ganzen Leute, die gefühlt einen ganzen Mittag oder einen ganzen Tag ins Studio verbringen? Meistens verbringen die Zeit damit, dass sie nun mal mit Leuten quatschen und zwischendurch aufs Handy gucken, Kommunikation auch mit Leuten betreiben, die gar nicht im Studio sind und so weiter. Andere aber auch wiederum, selbst wenn die eben nicht so viel dazwischen machen, weil sie endlos lang trainieren. 26 Sätze und sie haben die erste Hälfte vom Brusttraining schon hinter sich. Das sind einfach Ausmaße, die völlig unnötig sind. Und meistens sehen diese Leute dann auch wie die letzten Lappen. Also selten werdet ihr einen vernünftigen Bodybuilder sehen oder einen ziemlich massigen Menschen, der mehr als 1,5 Stunden im Fitnessstudio ist. Das kommt eigentlich nicht vor. Auch so etwas wie Ganzkörpertraining oder Zweiersplits sind dafür sehr anfällig, dass man ziemlich lange im Fitnessstudio verbringen muss. Auch da müsst ihr dann dementsprechend kürzen und dann eben weniger Sätze machen. Aber ja, weniger trainieren ist oft mehr. Weniger Sätze, weniger Volumen, nicht wenig, weniger. Und die Pausenzeiten kurz halten und dann kommt ihr eigentlich immer auf 60 bis 90 Minuten. Und das ist eine gute Zeit. Wer an dieser Stelle den Kanal abonnieren möchte, der kann das ganz gerne tun. Jetzt kommt meine berühmt-berüchtigte Honorable Mention. Ja, immer wieder dieser Anglizismus. Ich werde dies erwähnen, das ist nicht in den Top 5, aber muss trotzdem mal hier erwähnt werden. Und das ist Fokus. Hat ungefähr was damit zu tun, was wir auch schon vorher hatten. Die Pausenzeiten, nicht aufs Handy gucken, nicht zu viel quatschen, nicht zu langes Training. Aber ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ihr solltet im Training einen Fokus beibehalten. Wenn ihr an alles andere denkt, an den letzten Streit mit Freund oder Freundin, an den nächsten Autokauf oder sonst irgendetwas, die Arbeit mitschleppt, dann seid ihr nicht so richtig im Training. Wer aber... Und glaubt mir, was das bringt, das kann sogar schon ein bisschen mehr sein, als würdet ihr einen kleinen Testoschub bekommen. Wer von Anfang an schon denkt, wenn er seine Tasche zu Hause packt oder schon morgens, wenn er aufsteht und weiß, erst am Abend werde ich trainieren. Heute ist mein Rückentraining dran. Ich habe so Bock auf Rudern. Wer dann im Bus sitzt oder im Auto sitzt und schon mal die Übungen durchgeht und denkt, oh, okay, diese Übungen habe ich, darauf freue ich mich am meisten. Und das sind die Wiederholungszahlen, die ich schaffen möchte. Dann geht er durch die ganze Arbeit, durch den ganzen Tag und dann zählt er schon den Countdown. In einer Stunde trainiere ich, in 40 Minuten trainiere ich. Jetzt kann ich endlich den Booster nehmen. Oh, ich spüre schon, wie es kribbelt, Beta-Alanin wirkt. Jetzt geht er zum Training. Endlich die Schranke passieren. Ich bin in den heiligen Sphären des Trainings. Gleich bin ich beim ersten Satz, jetzt nur noch das Aufwärmtraining. Und dann ist er endlich beim ersten Satz und denkt sich so, beim letzten Mal, ich gucke ins Buch, habe ich 6 Wiederholungen geschafft mit einem Gewicht von 100 Kilo beim Langhantelrudern. Heute will ich 7 Wiederholungen schaffen. Er konzentriert sich, er bereitet sich nochmal darauf vor und tatsächlich, er schafft die 7 Wiederholungen. Das ist Fokus. Und genau den Fokus behaltet ihr im ganzen Training bei. Ihr seid in den Sätzen, in den Wiederholungen, dazwischen. Kann es langweilig werden, die 2-3 Minuten Pause? Schreibt ihr einfach eure Wiederholung auf. Vergleicht nochmal zum letzten Mal.
Denkt schon mal daran, was ihr beim nächsten Training machen wollt oder sonst irgendetwas. Aber ihr konzentriert euch voll auf den Satz, ihr seid total in der Gegenwart. Das ist ein Riesen-Motivationsschub und das ist ein Riesenschub am Ende für euer Muskelwachstum. Deswegen ganz wichtig, Fokus. Natürlich könnt ihr den Fokus auch noch physisch beibehalten. Dazu gibt es natürlich Booster und verschiedene Supplements, die ihr nehmen könnt, um einen Fokus beizuhalten. Daher kennt ihr das Wort wahrscheinlich auch und habt es schon oft gehört, Fokusbooster und so weiter. Das könnt ihr machen. Es gibt den Gotti Booster bei Protein Arena. Schaut gerne mal rein. Das ist ein Booster, den ihr euch selbst mischt und könnt selbst bestimmen, was drin ist und wie viel davon drin ist und ganz an euch anpassen. Probiert es einmal aus. Ist eigentlich ganz cool. Und damit kommen wir auch schon zum letzten und fünften Punkt. Ihr habt keinen Trainingsplan. Ihr kommt durch diese Schranke und denkt euch dann erst, nachdem ihr die Umkleidekabine verlassen habt und endlich zwischen den Geräten steht, so, womit fange ich denn heute mal an? Ihr wisst vielleicht bestenfalls noch, was ihr für einen Split habt. Heute trainiert ihr definitiv Rücken. So weit kommen die meisten schon. Aber dann, mit welcher Übung fange ich an? Worauf habe ich denn heute Bock? Mache ich Errudern oder Klimmzüge? Das kann man machen. Und ich sage nicht, dass man dann nicht wächst. Aber glaubt mir und unterschätzt das auch nicht. Habt ihr einen Trainingsplan? Und auch das trägt schon zu dem Punkt davor bei, dem Fokus. Weil ein Trainingsplan sorgt dafür, dass ihr mehr Fokus habt, weil ihr euch ja schon vorher in eurer Freizeit darauf konzentriert habt. Aber im Training hilft euch das auch ungemein. Vor allem, weil ihr endlich Daten habt, die ihr analysieren könnt und die aufeinander aufbauen. Habt ihr erstmal einen Trainingsplan, haltet ihr den für 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen oder sogar länger ein. Könnt vergleichen von Mal zu Mal. Bin ich stärker geworden? Muss ich was anders machen? Und so weiter. Das hilft ungemein. Es gibt schon ein Video auf dem Kanal hier, wie ihr dein Training locken könnt. Und ich kann nur empfehlen, das mal so zu machen. Ich habe es die längste Zeit meines Lebens gemacht und alle Wiederholungen festgehalten. Und nur selten jetzt, wenn ich selten dazu komme, dann mache ich das mal nicht. Weiß aber auch direkt, der Biss ist nicht so da. Und tatsächlich, so wachsen tue ich auch nicht. Bei mir hilft es ungemein, bei meinen Klienten hilft es ungemein. Also Tipp, Trainingsplan. Trainiert nach Plan, trainiert mit Verstand. Und dann kommt auch der Rest mit. Nun ja, und wenn ihr ein bisschen Verstand habt, abonniert diesen Kanal, dann kriegt ihr nämlich mehr von diesen Tipps und noch viel mehr von diesen Videos folgen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt und was ihr denkt, was die größten Fehler sind im Gym, die ihr so miterlebt. Von Freunden, von anderen Leuten, von Leuten, die ihr beobachtet. Ich wette, da kommt ziemlich oft vor, dass die Leute lange Trainingspausen haben und aufs Handy gucken, alles andere machen als trainieren. Ansonsten, liked das Ganze, wenn es euch gefällt. Schaut euch mal die anderen Videos an und schaut gerne bei Protein Arena vorbei. Wir sehen uns, macht's gut, bis bald, euer Gotti.